Hey, yo und herzlich willkommen zu meinem neuesten YouTube-Video. Ein paar von euch wissen ja, dass ich mal als Lehrer gearbeitet habe. Okay, wobei, eigentlich, ich habe mehrmals als Lehrer gearbeitet. Nein, eigentlich nur zweimal. Und ja, ich wollte euch erklären, wie es eigentlich zu dem gekommen ist, dass ich als Lehrer gearbeitet habe. Wie es mir eigentlich gefallen hat. Ob es überhaupt mit dem Social-Media-Zeugs eigentlich geklappt hat. Und wie ich eigentlich durch den Lehrer sein in die Social-Media-Welt reingekommen bin. Ich tue das in zwei Videos aufteilen. Eines im Jahr 2019, wie ich als Praktikant angefangen habe. Und das mit dem Social-Media so ins Laufen gebracht habe. Und eines im Jahr 2021, wo ich wirklich als Klassenlehrer gearbeitet habe, wo ich den Status hatte irgendwo. Also Status. Und wie ich damit zurechtkomme. Und wenn ihr mehr persönliche Geschichten hören wollt oder ein bisschen Challenges gesehen wollt oder sonstige Sachen, dann abonniert den Channel und aktiviert die Glocke. Ich habe im Juni 2019 meine Fachmatur abgeschlossen im GZF Spital. Dort habe ich als Pfleger gearbeitet. Also was heisst Pfleger? Eigentlich als Außendienst auffüllen, Tee bringen, Essen versorgen. Also, als Pfleger, okay? Und ja, ich habe mir gesagt, nein, ich will nicht nachher direkt studieren, ich will arbeiten. Und da habe ich nach Möglichkeiten gesucht. Und zufällig habe ich gesehen, dass meine Kollegin eine interessante Stelle hatte. Und ich habe sie gefragt und sie gesagt, ja, die suchen noch Stellen. Jackpot! Auf jeden Fall habe ich mich dort beworben und ja. Nach zwei Wochen, glaube ich, habe ich die Stelle bekommen und ja, im September habe ich dann wirklich angefangen. Und ja, ich bin nirgendwo anders gelandet als im grössten Primarschulhaus in Basel mit etwa 600 Schülern. Ich muss schon sagen, am Anfang, als ich dort gestartet habe, hatte ich schon ein bisschen Respekt vor dem Job, aber ich muss sagen, das Team und die Kinder dort, die haben mich recht gut aufgenommen. Vor allem Kinder hat sehr schnell Vertrauen in mir gewonnen, weil ich auch ein bisschen anders gewesen bin, sage ich jetzt einmal. Also was heisst ein bisschen anders? Ich bin irgendwo ein Lehrer gewesen, natürlich, also ja, und auch irgendwo ein Schüler, also genau das gleiche wie sie. Und ja, ich bin einfach irgendwo die mittlere Brücke. Und dazu ein Entertainer. Auf jeden Fall habe ich auch viel mit den Schülern geredet. Ich habe auch viel mit denen gespielt. Ich habe auch viele Sachen vom Kampfsportrepertoire gehabt. Also das haben sie wirklich sehr interessant gefunden. Ein bisschen Tricks zeigen und so ein bisschen flexen. Ja, also ich habe mich wirklich von Anfang an wohlgefühlt dort. Und als Praktikant habe ich mit einem Heilpädagogen gearbeitet. Und ich, also meiner Meinung nach, ist er wirklich der beste Lehrer, den es gibt. Und das ist keine Schleimerei, es ist ja so. Weil seine Unterrichtsmethode, die er dort gezeigt hat, auch in der Nachhilfe, wo ich später auch noch dazu reden werde, die sind einfach genial. Die sind einfach genial, die haben einfach Spass gemacht. Das hat wirklich die Schüler motiviert, mit Spass zu lernen. Und ich habe mir dann gesagt, ja, wenn ich mal Lehrer werden sollte, dann würde ich das nach seinem Vorbild sein. Das Ding ist, ich bin nicht fix in einer Klasse gewesen. Ich bin in mehreren Klassen gewesen, pro Stunde. Das heisst, einer ist in der dritten Klasse, einer ist in der vierten Klasse, einer ist in der fünften, dann einer ist in der ersten, einer ist im Taz. Also ich habe da wirklich sehr vieles gesehen und es hat mir auch so viel Spass gemacht, sage ich jetzt mal. Du hast da sehr viele verschiedene Eindrücke. Das war wirklich ein perfektes Allrounder-Praktikum für mich gewesen. Über den Mittag habe ich viel in der Tagesstruktur ausgeholfen. Okay, was heißt eigentlich ausgeholfen? Ich habe dort noch gegessen. Ja, mit den Kindern gespielt und am Nachmittag eben, haben wir die Nachhilfe gegeben, also Trainingsstunden, Übungslektionen, wo meistens eine Stunde gegangen sind, wo meistens bis halb sechs gegangen sind, wobei manchmal ist sogar noch länger. Und ja, dort haben wir einzelne Schüler gehabt, die freiwillig gekommen sind. Und ja, ihnen haben wir probiert, bei gewissen Problemstellungen zu helfen. Und wie gesagt, mit der Methode, die der Heilpädagoge gehabt hat, ist es den Schülern wirklich einfach gefallen, das aufzunehmen. Und es hat auch ihnen wirklich sehr viel Spass gemacht. Und als ich dann gewisse Sachen den Schülern beigebracht habe, ich bin so wirklich stolz auf mich. Ich bin wirklich so stolz, dass ich gesagt habe, ja Mann, schau, jetzt habt ihr mal etwas von mir gelernt. Also halten wir es fest. Das Team hat mich gerne gehabt, die Schüler haben mich gerne gehabt. Einstieg ist perfekt gewesen. Aber wie ist es zum Social Media gekommen? Social Media, sage ich jetzt mal, hat im November eine wichtige Rolle gespielt. Und eigentlich mache ich Social Media schon länger. Ich habe schon mit Instagram-Bildern angefangen, wo ich ein bisschen jedes Wochenende rausgefahren bin, um irgendwelche Outfits abzushooten. Ist ja geil gewesen, aber es hat sich wenig gemacht, sage ich jetzt mal. Und ja, im November oder Anfang Dezember habe ich TikTok für mich entdeckt. Am Anfang habe ich gemeint, TikTok ist etwas für Mädchen. Es ist ja, sage ich jetzt mal, aus Musical entstanden, wo so Lip-Sync und tanzt wird, weißt du. Aber falsch gedacht. Die verdammte App sollte irgendwo mein Leben verändern. Ich habe mal wirklich zum Spass mal irgendein Karate-Video aufgeladen gehabt. Und es hat, glaube 1000 Views gehabt nach dem Tag. Und die Schülerin hat es gesehen. Nein, sie hat es nicht mehr gesehen. Sie hat es halt duettet. Und am nächsten Tag, wirklich am nächsten Tag, kommen die Schüler und fragen, haben sie TikTok? Ich so, hä? Ich meine, das Video ist vielleicht ein paar Stunden live gewesen, damals. Und schon kommen die Schüler und fragen, hä? Also ich bin wirklich sprachlos gewesen. Und
ich kann auch nicht glauben können, dass es in meiner Umgebung so umgegangen ist. Aber ja, die Schüler haben es natürlich gefeiert. Nach einer Woche habe ich vielleicht 100 Follower gehabt. Und ja, ich habe immer weitergemacht und das Interesse ist immer wieder gestiegen, sage ich jetzt mal. Die Frage ist natürlich, was haben sich die Arbeitskollegen dabei gedacht? Ich sage mal, gross Gegenwind hat es eigentlich doch nicht gegeben. Sie haben gemeint, ja, vielleicht könnte deine Autorität darunter leiden, wenn du solche Sachen machst. Ob es wirklich der Fall war, erzähle ich am Schluss. Auf jeden Fall habe ich immer wieder weitergemacht und die Schüler haben das immer mehr gefeiert. Und nach ein paar Wochen habe ich wirklich meine ersten 1000 Follower gehabt, was für mich extrem viel war. Und ich bin ab und zu live gegangen und dort auch natürlich, dort sind Schüler rum. Also wirklich, das war wirklich im Schulhaus ein grosses Thema gewesen, würde ich mal von mir behaupten. In der Pause hatte ich auch nie meine Ruhe gehabt. Ständig sind Schüler gekommen, wollten reden. Aber dort, wo es wirklich extrem geworden ist, ist in der Corona-Zeit. Ich glaube, im Februar 2020, ich weiß nicht, hat ja der Lockdown angefangen. Und ja, ich hatte dort frei. Und in dieser Zeit habe ich das Projekt ein bisschen mehr fokussiert und wirklich reingekastelt. Ich habe dort wirklich 3 Videos am Tag aufgeladen. Und das jeden Tag. Also mindestens also 3 Videos oder wenn nicht sogar mehr. Da habe ich einfach mit irgendwelchen Memes angefangen, Sprüche, keine Ahnung, wie da sagt Andreas Burani auf eine Beerdigung. Also so wirklich einfache Videos, aber das ist cool, sage ich jetzt mal. Irgendeines habe ich mal meinen tamilischen Flair reingebracht. Natürlich hat das Zug gehabt. Und natürlich auch hin und wieder live. Also wobei, ich glaube, jeden Zug war live gewesen. Und ja. Also ich bin wirklich süchtig nach dem gewesen. Nach dem Lockdown hatte ich noch etwa 3000 Follower gehabt. Und die Stimmung in der Schule war recht unterschiedlich gewesen. Am ersten Tag, wo ich dann wieder reingekommen bin, sind die Schüler auf mich zugekommen und gesagt, hey, es ist die Fame-Zucht. So recht laute Schüler, die sich extrem gefreut haben. Und zum anderen auch Schüler, die ich eigentlich vorher einen guten Draht hatte, sind plötzlich einfach leiser geworden oder haben sich ein bisschen distanziert, weil sie das irgendwie nicht glauben oder auch nicht realisieren, was da los war. Aber es ist ja komisch, sage ich jetzt einmal, wo ich wieder zurückgekommen bin, weil ja. Das Rät, also ja, ich habe nicht mehr so geredet wie sonst, also vor dem ganzen Zeug, sage ich jetzt einmal. Und ja, es hat auch, keine Ahnung, vielleicht 2 Wochen gebraucht, bis es sich wieder einigermaßen normalisiert hat. Aber ich muss sagen, irgendwo habe ich mich auch manchmal gestört, wie Michael Jackson gefühlt. Ich meine, das Interesse an mir persönlich ist ja schon vor dem ganzen Zeug so hoch gewesen, aber nach dem ganzen Zeug, also nach dem Lockdown, noch extremer. Ich meine, in der Pause bin ich ständig, also sind wir ständig belagert worden. Wir hatten eigentlich nie eine Pause in der Kasse gezeigt. Die Nachhilfestunden, die wir immer gegeben haben, dort haben wir auch Schüler angezogen, die eigentlich nur mehr wollten mit mir chillen. Und dort musste ich ein bisschen bremsen. Es ist etwas schwieriger geworden, sage ich jetzt mal, das etwas zu handeln, aber es ist gegangen. Und als kleines Dankeschön habe ich mit sehr vielen Schülern, ich glaube, das waren über 100 Stück. Habe ich Selfies gemacht, die ausgedruckt und dann unterschrieben, ihnen mitgegeben. Das war eine Heidearbeit, glaubt mir. Also ich muss wirklich sagen, ich vermisse die Schüler und die Schule aus brutal. Und die haben mich auch recht auf TikTok supportet. Also sie haben mir wirklich den Grundstein gegeben. Ich muss sagen, ohne die wäre ich gar nicht dort, wo ich jetzt bin. Ja genau, und kurz vor dem Ende habe ich meine 10K gehabt und ja, dort mein erstes Feature gehabt. Aber Moment, Lehrer und Social Media, passt das überhaupt zusammen? Ich muss sagen, zum damaligen Zeitpunkt konnte ich das jetzt nicht so wirklich beantworten können, weil ich bin ja eigentlich Praktikant gewesen, also eigentlich Vorpraktikant, und habe ich eigentlich keine grosse Verantwortung gehabt und dementsprechend bin ich auch meistens ich selbst gewesen in der Rolle. Aber mittlerweile habe ich auch eine klare Antwort und die werde ich, wie gesagt, im nächsten Video bekannt geben. Dort erzähle ich, wie es als Klassenlehrer war. Ich meine, Klassenlehrer und Praktikant, das sind Weltenunterschiede. Und zum dortigen Zeitpunkt habe ich auch wirklich sehr, sehr viel mehr Aufmerksamkeit auf TikTok und Co. gehabt. Also, ja, das wird noch spannend. Wie gesagt, wenn ihr das Video gesehen wollt, dann like das Video, kommentiert, falls ihr Fragen dazu habt. Abonniert und aktiviert die Glocke und dann kommt es wieder bald möglich. Peace!